Wir sitzen ja auf dem Klosterhof in Medingen. Mein Vater Burkhard und mein Bruder Christoph Wahler versuchen heute ein bisschen nachzuholen, was euch leider durch unser abgesagtes Züchterfrühshoppen entgangen ist, indem wir dieses Format nutzen wollen, um mit euch über unsere neuen Hengste in 2020 zu sprechen. Und das wären zwei an der Zahl, und zwar Vapensiero und In My Mind. Wir können ja mal mit Vapensiero beginnen. Wie seid ihr auf diesen Hengst aufmerksam geworden? Wie hat der Hengst seinen Weg auf den Klosterhof gefunden? Na, wir haben natürlich wie alle Hengsthalter in Pferden aufmerksam geguckt und haben natürlich auch in erster Linie im Prämienlot geguckt. Und dann waren ein, zwei tolle Hengste, aber die waren einfach zu teuer, hat unseren finanziellen Rahmen gesprengt. Und Vapensiero war Katalog Nummer 103. Das ging dann ja erst die Prämienhengste und dann nach Katalognummer. Also er war weit hinten. Und ab Nummer 50, 60, wir waren da schon 4 Tage in Pferden, da ließ doch unsere Lust ein klein wenig nach. Und dann sind wir nach Hause gefahren und haben den Hengst sausen lassen. Weil wir natürlich auch gedacht haben, dass er teurer wird. Und am nächsten Tag bin ich in Urlaub gefahren und sehe irgendwo im Internet auch mal ein Video von Vapensiero, was weiß ich, eine Woche später unterm Reiter. Und dann habe ich sofort bei Riechelshagen angerufen, habe gesagt, Menschenskinder, was habt ihr mit dem Hengst vor? Ich habe da Interesse dran. Ja, ja, machen wir erst schön Urlaub und dann kommt ihr mal vorbei. Dann sind Ingrid, Christoph und ich nach dem Urlaub dahin gefahren, haben uns den Hengst beguckt, die haben uns den vorgeritten. Und das war alles sehr beeindruckend, weil für ein junges Pferd, er war sofort im Gleichgewicht und er konnte genauso traben wie an der Hand. Ist so, normalerweise, wenn ein junges Pferd anreitet, ist ja oftmals erstmal der Gang ein bisschen weg. Also das war einfach imponierend und dann haben wir da kurz drüber gesprochen. Die haben sich gefreut, wir haben uns gefreut, Pachtvertrag gemacht. Und ja, so kam er einen Tag vor der Hengstvorführung oder 3 Tage vor der Hengstvorführung hierher. Und Christoph, dann ist ihn Hanna Hengstvorführung geritten. Und er kam hier ja, wie Papi gerade schon sagte, erst 3 Tage vorher an. Wie lief das mit ihm ab? Ich meine, es ist ja Wahnsinnsumstellung, neue Umgebung und dann direkt auf so ein Event hinarbeiten. Sicherlich für alle auch aufregend, den Hengst dann auf den Punkt optimal zu präsentieren. Wie hat er das so mitgemacht? Ich glaube, das ist tatsächlich was, etwas, das diesen Hengst besonders mit auszeichnet, ist seine große Gelassenheit. Er ist sehr, sehr einfach im Umgang. Er vermittelt laut Hanna ein ganz tolles Reitgefühl. Er hat diese Umstellung, auch den Reiterwechsel, den Stallwechsel super verkraftet, hat sich hier direkt bei der Hengstvorführung dann sehr gut präsentiert und ist einfach ein sehr guter Charakter und ein toll zu arbeitendes Pferd. Sehr gut ist eigentlich ein bisschen bodenständig, oder? Eigentlich war es doch eher richtig, richtig gut, was er ja an der Hengstschau gezeigt hat, oder? Also ihr erhofft euch doch viel für dieses Jahr. Ja, nicht nur hier war das richtig gut, sondern Hanna musste ihn ja auch erst ein paar Tage kennenlernen. Wir waren dann ja 2 Wochen später in Pferden auf der Privathengstschau. Und das war diese 2 Wochen weiter für ein 3-jähriges Pferd oder für das Paar. Das war einfach eine, ja, sehr positiv, die Entwicklung. Und er hat sich da super gezeigt und hat großen Anklang bei den Züchtern gefunden und ist bei uns im Gespräch, wird genutzt. Also wir sind sehr positiv für die Decksaison. Welche Stute würdet ihr am ehesten zu Vapensiero bringen? Naja, das ist jetzt, da wir relativ breit aufgestellt sind, werden wir uns natürlich genau überlegen, wir haben ja immer selber 25 Stuten, 3, 4, 5 Stuten werden wir dem Hengst sicherlich auch zuführen. Und immer abhängig machen, was wir bei der einzelnen Stute verbessern wollen. Also was der Hengst mit Sicherheit verbessern wird, ist diese schöne Bergauf-Tendenz und vor allem dieser hohe Bewegungsablauf. Aber mit unserer Caprimont, De Niro, Hohenstein, Fiedertanzbasis sind wir so breit und gut aufgestellt, dass wir es einfach probieren müssen. Wir wissen auch nicht, welcher nachher am besten wozu passt, sondern das wird sich einfach zeigen, wenn wir 1, 2 Jahrgänge von dem Hengst haben,
dann wissen wir, wo er besonders gut zu passt. Aber dass er passt, sind wir ziemlich sicher. Dann sind ja 4 bis 5 Stuten fürs neue Jahr schon reserviert. Christoph, du bist ja in My Mind auf der Hengstvorführung geritten, großer Fan von diesem Hengst. Ja, bleiben für den dann noch Stuten über, ist die Frage. Ja, da gehe ich schon fest von aus. Der Chef hat es ja gerade schon erwähnt, wir haben circa 25 Stuten im Moment. Da sollte wohl die ein oder andere auch für in My Mind übrig bleiben. Ein Hengst, der uns in Münster-Handorf auf der Körung wirklich, war erster Dressurhengst auf dem Pflaster am ersten Tag und hat da schon sehr überzeugt. Mit sehr, sehr viel Abdruck, sehr korrekt, dunkel, tolle Aufmachung. Der hat einfach ganz viel Positives, was uns wirklich von Anfang an schon begeistert hat. Und er bestätigt das jetzt eigentlich Tag für Tag hier, seit er bei uns ist, dass wir doch zu Recht so begeistert von ihm waren. Und kam das eher, dass ihr aktiv nach einem Ibiza-Nachkommen gesucht habt? Das war jetzt ja dieses Jahr irgendwie in aller Munde und man merkt da ja immer gewisse Zuchttrends, dass von dem jetzt gerade so viele Nachkommen gab. Nee, gesucht haben wir erstmal gar nicht. Wir haben eigentlich nur versucht, objektiv zu gucken. Und ja, dieser Hengst hat uns einfach begeistert, vor allem durch die Mutterseite auch, Fiedermark und dann Davignon, wieder Donnerhalbblut hinten dran. Die Mutterseite vor allem auch mit einem kräftigen Rücken, das tut dem Ibiza, glaube ich, auch ganz gut. Und ja, dieser Hengst ist, wie Christoph schon sagte, sehr geschlossen und kraftvoll im Rücken und hat ein wunderschönes Auftreten, eine tolle Aura, groß, langbeinig und ja, ist einfach ein Hengst, der auf den ersten Blick gefällt. Und ja, Gott sei Dank konnten wir ihn pachten und kaufen konnten wir nicht, war die Börse zu klein. Müssen wir uns so behelfen. Und Christoph, der Plan ist, du bist in einer Hengstschau geritten. Willst du weiter mit ihm trainieren? Wirst du jetzt sein ständiger Reiter sein? Genau, im Moment ist das die Idee. Ich reite ihn hier zu Hause. Wir bauen ihn jetzt sehr vorsichtig auf. Das sind immer noch 3-jährige Hengste. Aber sagen wir es mal so, sie sind jetzt natürlich sowieso trainiert, weil vorgesehen war, dass sie in den 14-Tage-Test gehen. Im Zuge der Decksaison jetzt, die beiden Junghengste sind viel nachgefragt. Wir gehen davon aus, dass sie viel decken werden. Halten wir uns natürlich aber mit dem Training etwas im Rahmen, um die jungen Pferde nicht zu überfordern. Und dann ja, geht es ab Ende der Decksaison vermehrt mit dem Training und mit der Ausbildung weiter. Das klingt nach einem super erfolgreichen Start mit diesen beiden Junghengsten. Ich hoffe, das geht genauso weiter. Vielen Dank fürs tolle Gespräch mit euch. Und wer noch mehr Informationen über diese Hengste haben möchte, findet die natürlich auf unserer Website. Danke dir.